Ja, bei Wind geht das immer nicht so gut mit den Aufnahmen, das weiß ich. Aber gut. Also ich hatte hier ja das mit der Keilsäge, dieses Einarbeiten der Zwischenfrucht jetzt vor, also gestern. Gestern, das haben wir uns ja angesehen, das sieht dann so aus. Ich habe das hier mal freigelegt. Und das ist mir doch ein bisschen wenig Hume, die ich nachher kriege. Wenn ich da jetzt noch mit der Chloroterra drüber gehe, die fasst auch nicht so tief, soll ja auch nicht, dann habe ich hier doch Probleme mit der Ablage der Rüben. Ich kriege da, glaube ich, zu wenig Bedeckungsmaterial. Das hier mal so freigelegt. Diese Spur hier ist ja zu sehen. Ne? Deswegen habe ich jetzt hier nochmal aus meinem Archiv diesen uralten Kultivator geholt. Das sieht jetzt natürlich fürchterlich aus. Oh, das geht ja ganz tief. Nee, das geht es nicht. Ich habe das hier auch mal freigelegt. Der läuft auch nur flach. Es gibt natürlich hier so eine Klumpen. Das ist genau das Zeichen, warum man hier nicht tief arbeiten soll. Aber die Klumpen, wenn die jetzt 2, 3, 4 Stunden antrocknen, dann macht die Knochenterra da ein sehr schönes Saatbett draus. Und darunter habe ich dann wieder immer noch den Boden, mit dem ich in meine Rübenpille ins Feuchte legen kann. Denn so hoch wird das nicht. Das sieht jetzt höher aus, als es ist. Aber ich kriege etwas mehr Erde. Das hier auch mal freigelegt, das ist keine tiefe Arbeit. Das ist nur ganz flach. Sieht so direkt in den Zinken so ein bisschen grob aus. Ist auch grob. Wenn das aushärtet, ist es Stein. Also so gut wie Stein. Also viel zu nass zum Bearbeiten, das sehen wir. Aber ich bleibe eben auch mit dem Gerät etwas flach. Und es fühlt sich so selber. Das ist nicht tief, wir sehen es ja hier. Vielleicht 4-5 cm. Aber es schafft eben eine ganze Menge zusätzliches Erdmaterial, das die Knochenterra nachher in ein Saatbett verwandelt heute Nachmittag, wenn es dann abgetrocknet ist. Wir gucken mal hier uns das dann nochmal an, wenn das Saatbett dann fertig ist. Also so jedenfalls, schön ist es nicht, aber es zeigt eben nochmal ganz plastisch, warum man hier eben nicht arbeiten soll, weil genau dieses hier rauskommt. Der Boden ist nicht bearbeitungsfähig, aber ich brauche jetzt trotzdem, weil das nach dem Wasser hier nicht anders geklappt hat, haben wir uns ja angesehen, etwas mehr Kumen. Und ich denke, dass ich aus dieser Schicht hier nachher noch ein bisschen antrocknen, der Knochenterra vielleicht heute Nachmittag, morgen früh nochmal vernünftig Saatbett hinkriege. Ich versuche das mal hier mit Spaten so ein bisschen. Wir sehen das ja dann, wenn es so weit ist. Das krümelt dann ganz gut auseinander, wenn es nicht zu lange liegt. Nicht zu knapp. Also es braucht ein paar Stunden, 3, 4 Stunden, 5 Stunden höchstens. Bei den Temperaturen und dem Wind, 20 Grad heute, dann wird das ein Saatbett. Morgen früh nochmal und dann kommen die Aussaat. Also das ist ein Gerät hier aus der Kategorie der Soda-Klasse. Ja, das ist so ein Gerät, das ist einfach so da. Hat sich dann irgendwann mal so angesammelt, habe ich mal ganz am Anfang gekauft. 600 Mark hat das damals gekostet, war damals neu und ja, ist nichts Besonderes. Es sind halt diese Federziegen, die ständig brechen immer wieder, da sehen wir, da fehlt auch einer in der Mitte. Da steht halt immer hinter der Scheune. Und wenn ich brauche, dann ist es da. Ein Soda-Gerät. Einfach so da.